Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge aus 19 auf der Birkenfeld. So, Sojabohnen sind eingestellt, Feld ist zusammengelegt, also schmeißen wir den, also Klöpper anschmeißen, zack. Und senkt mal ab, würde ich sagen. Sieht schon mal gut aus, was du da machst. Mit Ansehen. Weiter geht's. Auch so scheiß mich von den Vorher sitzt im Ausschuss irgendwie ständig ansehen. Aber sind halt bloß die Stecken vom Sporreiser. Die Schatten. Die den Eindruck nehmen. Vielleicht mich verarschen wollen. So, hier haben wir den Schatten nämlich nicht drauf, es ist unvernünftig aus dem Gesicht. Drei Runden müssten reichen, Vorgewinde, denke ich mal. Ich glaube 27 Meter, minus, also minus Abziehung der Überlappung, da sind wir um die 25 Meter werden das sein. Die wir dann haben noch drei Runden. So, 20, 25 Meter werden wir unseren Platz haben zum Drehen, wenn, den hast du nie gesehen. So, und nun hier. Ich hab nix. Was macht nix? Oh, ich bin schief gefahren. Bin ich auch nicht drauf zurückführen, dass ich nichts gesehen habe. Ich hab gebieft. Weil ich im Gedanken war, unter meinem Beschriften der Videos war. Soll mich nicht so leicht ablenken müssen, kommt nur kurz heraus. Das ist das beste Beispiel gerade gewesen. So. Mal weit mal kommen mit uns in der Folge. Jetzt sieht es ja relativ gut aus, dass wir da vertüdeln.
Es gibt irgendwie keinen Dünger angenommen, kann aber sein, dass er durch das schon die Düngerstufe irgendwie hat. Und zwei ineinander gehen die. Also eine Düngerstufe hat durchs Blüten. Und die zweite jetzt von der Sämaschine nicht annimmt, weil ich ja hier keine Wachstumsstufe zwischendurch habe. Aber bekommen wir alles hin. So, Dilly. One, two. Haben wir auch gleich aktiviert. Tja. So, als nächstes erstmal Pflanzenschutz überall ausbringen. Auf dem zusammengelegten Feld, auf da drüben und auf dem Kartoffellager. Aber dann haben wir noch etwas zu tun bis dahin. Vorher muss ich erstmal das Feld versichern. Ich wollte es zu sehr abkürzen. Das ist irgendwie nicht so mein Tag. Eindeutig urlaubsreif, aber ich muss noch ein paar Tage. Urlaub geht erst am 1.6. bei mir los. Dann ist es halt noch ein bisschen selbst. Die Folge zwar am Donnerstag, das ist der 28., wenn mich alles täuscht. Jetzt Dienstag gehen, jetzt der 28. Freitags, Samstags, Sonntag müssen wir noch. Dann haben wir Urlaub. So, jetzt haben wir noch eine Runde Vorgewende. Die haben wir jetzt fertig.
Ja, gut. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob man richtig angesetzt hat oder noch mal Luft geschwebt, ob ich losgefahren bin. So. Halbzeit der Folge. Wir haben schon das erste Feld, die 27, schon mal gesehen. So, wieder runter. Schief gefahren, weil ich muss noch schon mal eher rüber. Oben schon schief gefahren hier. Bitte, schief ein Moos gefahren hier. Ich muss den Schatten jetzt so orientieren lassen. Scheinbar schon. Gucken wir hier, so knapp wie möglich, aber knapp drüber fahren. Das passt. So, Dilly, bin hoch zu es. Ich muss mal bitte auf dem Niveau bleiben. Das ist ein lustiger Strich, den ich jetzt hab, mal aus der Sauber weg. Und jetzt ist er weg. So, Dilly. Gleich haben wir's. Die 28 haben wir zur Hälfte fertig. Dann geht's doch. Meinen Sporen vermischen hier.
abgeschlübert von meinem Schild an. Ich hab jetzt geahnt, ich zieh knapp vorne. Da kann ich auch nichts machen. Muss mir gucken zu und aufs Beste hoffen. Jetzt mal hier so durch, wenn wir mal eine halbwegs gerade Linie kriegen. In der Hoffnung, dass mir das aufs Grip bringt. Mal vor Ecke kürlig und schief und bucklig und krumm. Das frage ich, ob mir das Punkte bringt. Halt, stopp. Stück zurück, Stück zurück. Vorwärts, Marsch. Die haben gerade vor, trotzdem schief. Jetzt bin ich nicht gerade gedreht. Das ist schon wieder gut, dass in der Zeit. Dann noch nächste Folge den Spaß beenden. Ich glaube, ich bin auf dem letzten Feld. So, aber ich komme jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.